So, jetzt komme ich zu einer Band, deren Genre eher selten vorkommt im Format Newcomer Stage. Es handelt sich um technischen Death Metal oder Technical Death Metal, um mit der Fachsprache zu reden. In diesem speziellen Fall aber bereichert um Elemente des, hört, Progressive, aber auch des Melodic Death Metal. Diese ganz spezielle Mischung wird musikalisch in die Tat umgesetzt von der Band Shattered. Das ist eine Gruppe, die aus Bad Neustadt stammt. Das liegt geografisch gesehen grob im Dreieck Bamberg, Würzburg und Fulda. Und bevor sie Shattered 2013 gegründeten, haben die jeweiligen Bandmitglieder Michael, Florian, Johannes, Julian und Jonas jeweils mehr als 10 Jahre lang Erfahrung im Live-Studio und auch im Session-Bereich gesammelt. Was sich durchaus, sage ich mal, sicher nicht als Nachteil auswirkte. Na, ganz im Gegenteil eher. Und im Sommer 2014, also doch relativ schnell nach der Bandgründung, wurde dann auch schon das Debütalbum New Atlantis veröffentlicht mit insgesamt 14 Tracks und einer Gesamtspielzeit von 45 Minuten und 16 Sekunden. Musikalisch habe ich ja schon erwähnt, was da einen so erwartet. Inhaltlich geht es da auf dem Debüt vor allem um Verschwörungstheorien, Alien-Thematiken und Science-Fiction im Allgemeinen. Ja, live haben Shattered auch schon auf dem einen oder anderen bekannten Festival gespielt. Zum Beispiel würde ich nennen das Eisenbahn Open Air, das Nürnberger Death Fest, das Grindtastic Open Air, lustiger Name, oder auch das Out and Loud Festival im Jahr 2014 zum Beispiel. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, überzeugen wir uns mal von den technischen Fähigkeiten der 5 Musiker von Shattered und hören wir den ersten Song rein. Von der Debütscheibe New Atlantis hört ihr den Song The Fall of Hyperion. Oh!
Technical Death Metal Brett von Shattered. Ich komme da gleich noch zum zweiten Song. Jetzt lasse ich aber dieses Brett erstmal zu Ende bohren und dann kommt erstmal der 30-Minuten-Jingle und dann zum zweiten Song von Shattered. Eingetragener Verein ist. Mensch, Björngulf, wie, was, Verein? Lass uns die doch mal unterstützen tun, mit Rauben und Brandschatzen. Oder was sagst du dazu? Oh, das tut weh. Nix, Rauben und Brandschatzen. Wir spenden unsere Zinsen von der erbeuteten Kohle. Denn wenn das alle machen, dann kann Metal Only so weitermachen wie bisher. Also Leute, spendet, sonst vom Tor mit dem Hammer. Ja, genau. Nachlesen tun könnt ihr das auf www.metal-only.de unter Donation. Metal Only. Das einzig wahre Metal Radio im Netz. So, dann gleich zum zweiten Song und vorher allerdings noch die Info, dass ihr euch über Shatter zum Beispiel im Metal Archiv weiter informieren könnt. Eine eigene Homepage haben sie natürlich auch und die nennt sich www.shattered-death.de. Wobei ich dazu sagen muss, dass der Homepage-Link dann sowieso auf der Facebook-Seite von Shattered endet. Also das bedeutet, man könnte bei Facebook auch direkt nach ihnen suchen. Soweit dazu. Jetzt wie gesagt der zweite Song und der nennt sich Ancient. Shattered.